Hallo liebe Nähfreunde, heute nähe ich mit euch ein cooles Sweatshirt mit Stehkragen und Reißverschluss. Der Pulli ist leicht oversized geschnitten und hat mehrere Teilungsnähte, sodass ihr hier wunderbar verschiedene Farben miteinander kombinieren könnt. Und bevor ich euch gleich ganz genau zeige, wie der Reißverschluss eingenäht wird, abonniert noch meinen Kanal und aktiviert das kleine Glöckchen, um immer zu erfahren, wenn es ein neues Nähvideo bei mir gibt. Also bleibt dran, bis gleich! Unser Schnittmuster für das Sweatshirt findet ihr unter diesem Link. Es enthält sowohl die Variante mit Stehkragen und Reißverschluss sowie verschiedenen Teilungsnähten, als auch eine ganz einfache Version mit rundem Ausschnitt. Die einzelnen Varianten könnt ihr natürlich auch beliebig untereinander kombinieren und dann beispielsweise diesen Pulli nähen. Meine Stoffempfehlung für dieses Projekt sind Sweatstoffe. Ideal ist beispielsweise ein Sommersweat bzw. French Terry, der sehr elastisch ist. Ihr könnt aber auch angerauten Sweat verwenden. Dieser ist meist voluminöser und dadurch wärmender, aber auch etwas weniger dehnbar. Die Schnittteile für mein Sweatshirt in drei Farben mit einem Reißverschlusskragen habe ich hier schon einmal vorbereitet. Für das Vorderteil haben wir zwei obere Teile, ein Mittelteil und ein unteres Teil. Das Rückenteil besteht ebenfalls aus diesen drei Farben, wobei hier das obere Teil durchgehend ist. Die Ärmel bestehen jeweils aus einem mittleren, einem vorderen und einem hinteren Teil. Die Bündchen für Saum und Ärmel habe ich ebenfalls aus Sweatstoff zugeschnitten. Alternativ könnt ihr hierfür Bündchenware oder auch Fertigbündchen verwenden. Weiterhin haben wir den Stehkragen, welcher aus einem äußeren und einem inneren Kragenteil besteht. Wenn ihr einen dünnen Sweat verwendet, dann könnt ihr eurem Stehkragen etwas mehr Stand verleihen, indem ihr auf beide Teile eine elastische Einlage aufbügelt. Zu guter Letzt benötigen wir noch einen 18 cm langen, nicht teilbaren Reißverschluss. Am besten ist einer mit Metallzähnchen und so einem Endstück. Wenn euer Reißverschluss zu lang ist, dann könnt ihr ihn recht einfach kürzen. Eine Anleitung dafür findet ihr auf unserer Webseite unter diesem Link. Bevor wir mit dem eigentlichen Nähen beginnen, habe ich hier schon etwas vorbereitet. Und zwar bei dem etwas schmaleren Innenkragen sowie bei den beiden oberen Vorderteilen jeweils die untere Kante versäubert und bei dem mittleren Vorderteil die obere. So können wir nun als erstes die beiden oberen Vorderteile rechts auf rechts mit dem Rückenteil an den Schultern mit der Overlockmaschine zusammennähen. So sehen die fertigen Schulternähte aus. Als nächstes nähen wir den Außen- und den Innenkragen an der oberen, etwas kürzeren Kante zusammen, und zwar diesmal mit der Nähmaschine, damit wir anschließend die Nahtzugaben auseinanderlegen können. Dafür habe ich hier die Kanten mit Klammern an den Knipsen zusammengesteckt. Und so sieht die Kragennaht mit auseinandergebügelten Zugaben aus. Als nächstes stecken wir den Außenkragen mit der unversäuberten Kante rechts auf rechts anhand der Knipse an das Halsloch.
Wenn alles gleichmäßig verteilt festgesteckt ist, nähen wir diese Naht mit der Overlock. Der Kragen liegt beim Annähen oben. Achtet jetzt darauf, dass die Lagen immer schön bündig sind. So sieht der angenähte Kragen aus. Jetzt ist der Reißverschluss dran. Diesen legen wir nun rechts auf rechts, das heißt mit dem Schieber nach unten, an einer vorderen Kante an. Wobei der Reißverschlussanfang genau am Knips, also 7 mm unterhalb dieser Naht ist und das Reißverschlussendstück einen Abstand von 8 mm zur unteren Kante hat. Jetzt stecke ich den Reißverschluss mit Nadeln fest, wobei ich am Anfang das Band schräg umklappe. Und hier am Halsloch lege ich die Nahtzugabe nach unten. Und nähe ihn dann mit einem Geradstich an der Nähmaschine an. Dafür habe ich jetzt einen Kantennähfuß eingesetzt und die Nadelposition entsprechend eingestellt. Kurz vor dem Schieber lasse ich die Nadel im Stoff stecken. Ziehe den Schieber daran vorbei und nähe dann weiter. Und so sieht diese Naht jetzt aus. Im nächsten Schritt klappen wir den Innenkragen um, sodass der Knips genau im Bruch ist und die Naht 7 mm darunter verläuft. Weiterhin sind hier beide Kragenkanten bündig. Und dann nähen wir den Innenkragen von der anderen Seite genau auf der ersten Naht an. Achtet darauf, dass die darunterliegende Nahtzugabe auseinandergelegt ist, dann wird die obere Kragenkante schön flach. So sieht das Ganze jetzt aus. Und wenn wir nun den Kragen herumstülpen, seht ihr, dass die Naht hier etwas tiefer verläuft, wodurch die Kragenecke nicht zu dick ist. Auf die gleiche Weise nähen wir jetzt die zweite Reißverschlusshälfte an der anderen Seite an. Markiert zuvor am Reißverschluss die Stelle der Halslochnaht. Und steckt diese Markierung auf der anderen Seite genau am Halsloch fest. Beim Annähen ist der Reißverschlussanfang wieder eingeklappt und genau am Knips und das Endstück 8 mm von der unteren Kante entfernt. Dann wird der Innenkragen umgeklappt, sodass beide Kragenkanten bündig sind und angenäht. Der gewendete Kragen sieht dann so aus. Jetzt müssen wir noch den Innenkragen befestigen. Dafür stecken wir diesen gleichmäßig verteilt an der Kante des Außenkragens fest.
und nähen ihn dann mit der Nähmaschine auf der Naht des Außenkragens an. Versucht am Beginn und auch am Ende möglichst weit in die Ecken zu kommen. Ein kleines Stück bleibt offen, aber das ist nicht so schlimm. Ich nähe jetzt genau auf der Overlocknaht. Somit ist der Innenkragen jetzt fixiert und wir können noch den Reißverschluss beidseitig 2 bis 3 mm breit absteppen. Dafür habe ich jetzt wieder das Kanten- bzw. Reißverschluss-Nähfüßchen eingesetzt und damit der Nahtanfang leichter gelingt, lege ich unter den hinteren Teil des Nähfußes ein gefaltetes Stück Stoff. Und so sieht jetzt das Oberteil mit eingenähtem Reißverschluss und Stehkragen aus. Wenn ihr euch für das Sweatshirt mit Ausschnittbündchen entschieden habt, dann wird dieses als Ring angenäht, nachdem die Schulternähte geschlossen wurden. Wenn ihr wollt, könnt ihr die Ausschnittnaht noch knappkantig absteppen. Und jetzt geht's weiter mit unserer geteilten Variante. Hier nähen wir das obere Vorderteil rechts auf rechts an das Mittelteil und zwar mit der Nähmaschine. Das ist jetzt der Grund, warum ich mit der Nähmaschine arbeite, damit ich hier am Reißverschlussendstück vorbeinähen kann. Und so sieht unser Vorderteil jetzt aus. Die restlichen Arbeitsschritte können wir ganz bequem mit der Overlockmaschine machen. So ist als nächstes das Unterteil an der Reihe. Dieses nähen wir rechts auf rechts an das Mittelteil. Jetzt ist unser Vorderteil komplett. Ebenso habe ich hier auch schon das Rückenteil zusammengenäht und die Nahtzugaben auf der Rückseite jeweils in Richtung Mittelteil gebügelt. Weiterhin habe ich auch schon die Einzelteile für die Ärmel zusammengenäht und kann diese nun rechts auf rechts anhand der Knipse an die Armlöcher stecken. Hier am Vorderteil treffen die zwei nebeneinander liegenden Knipse aufeinander.
An den Teilungsnähten lege ich die Nahtzugaben in unterschiedliche Richtungen, damit die Stellen nicht zu dick werden. Wenn beide Ärmel festgesteckt sind, können wir sie mit der Overlock-Maschine annähen. Wenn ihr ganz sicher gehen wollt, dass die Teilungsnähte schön sauber aufeinandertreffen, dann könnt ihr diese Stellen zuvor mit der Nähmaschine mit kurzen Nähten fixieren. Beide Ärmel sind jetzt angenäht und wie ihr seht, haben wir jetzt einen richtig schön sauberen Übergang. Als nächstes werden die Seitennähte rechts auf rechts geschlossen. Auch hier stecken wir die Knipse und Nähte aufeinander und legen die Nahtzugaben jeweils in die entgegengesetzte Richtung. So sieht unser Sweatshirt nun aus. Nun fehlen nur noch die Bündchen. Dafür habe ich diese bereits rechts auf rechts zu Ringen zusammengenäht. Jetzt werden sie links auf links gefaltet. An den Ärmelbündchen die Hälfte und am Saumbündchen jeweils die Achtelabschnitte mit Klammern markiert, sodass wir sie jetzt gleichmäßig verteilt an die Säume stecken können. Die Bündchennaht trifft jeweils auf die Seitennaht. Die festgesteckten Bündchen nähen wir jetzt rundherum leicht gedehnt mit der Overlock an. Ich beginne mit dem Saumbündchen. Das Bündchen liegt beim Annähen oben und wird auf die Strecke des darunterliegenden Stoffes gedehnt. Kurz vorm Ende klappe ich das Messer nach unten, um den Nahtbeginn nicht zu zerschneiden. Zum Annähen der Ärmelbündchen habe ich das Shirt gewendet und nähe jetzt in der Öffnung. Der letzte Arbeitsschritt ist getan, die Bündchen sind jetzt angenäht. Und fertig ist mein lässiger Pulli mit Stehkragen und Reißverschluss. Ich wünsche euch viel Spaß beim Farbenkombinieren und Nachnähen und freue mich natürlich wie immer über einen Daumen hoch und wenn ihr meinen Kanal abonniert. Also dann, tschüss, bis zum nächsten Nähvideo.